Bad Factor, das Unfassbare. Sie leben in einer Welt, in der Traum und Fantasie nah beieinander liegen. Können sie in Lüge und Wahrheit unterscheiden? Das müssen sie herausfinden. Willkommen zurück, meine lieben Lumping-Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch lumpig werden wollen. Heute habe ich ein neues Format mit am Start, nämlich Bad Factor. Und was das ist, das erklärt euch jetzt der liebe Moritz. Hallo Jungs, also es wird jetzt so sein, dass wir jetzt gleich zwei Storys erzählen werden. Und eine davon haben wir uns ausgedacht und eine davon ist wirklich passiert. Und die beiden Storys sind eigentlich ganz schön krass und ja, man muss sagen, das ist echt schwer herauszufinden, welche nun gefaked ist und welche real ist. Es wird auch so sein, dass ihr in die Kommentare schreiben sollt, welche Story nun echt ist und welche nicht. Und am besten auch noch begründen, warum ihr denkt, dass sie fake ist. Und genau. Ja, die Auflösung gibt es dann immer im nächsten Video. Bei Moritz haben wir das gleich auch gemacht, also schaut auf jeden Fall auch vorbei und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür, diese Aktion und das Format, wenn ihr das feiert. Und dann würde ich auch mal sagen, fange ich mit meiner ersten Story ganz einfach mal an, wenn du damit kein Problem hast. Ja, passt. Gut, also es geht ungefähr so 3-4 Jahre zurück, die Zeit schreiben wir, wo ich Survival Games auf dem Hive sehr, sehr viel gespielt habe. Und ja, auf jeden Fall war ich damals so heftig in der Szene drin, dass ich das echt mega geschwitzt habe auf die Punkte und ich das echt wirklich ernst genommen habe und mich darüber definiert habe, yo, ich habe 10.000 Punkte oder was weiß ich, wie viel ich hatte. Und auf jeden Fall hatten wir in einem Spiel hatten wir halt einen guten Dude drin, man kannte ihn so, also man wusste, okay, der hat was drauf. Und ja, dann habe ich mir überlegt so, jetzt ein Lose kriegen und Punkte verlieren wäre ziemlich ungeil. Ja, gegen solche Leute hat man halt auch gut, man hat, keine Ahnung, ich habe ja auch ein bisschen Hive zwischendurch mal gespielt, man droppt halt schon ganz schön Punkte so, das ja. Ist halt jetzt nicht so. Und die das geben natürlich auch lecker Punkte so, also die Motivation war halt von beiden Seiten da so. Und dann letztendlich, was wir gemacht haben, der Kollege und ich, der das gespielt haben, wir haben den Typen halt gededost, er ist halt ausgetimed. Im Deathmatch, wir haben seine Punkte bekommen und... Ja, sind davon noch angeschlagen extra. So, und DDoSen ist natürlich auch strafbar und sowas, also war auf jeden Fall alles eine sehr, sehr unkorrekte Aktion damals, aber sie ist halt damals leider passiert und ja, das war meine Story jetzt. Und jetzt haut Moritz noch seine raus und dann... Genau, Jungs, also bei mir war es halt so, das ist jetzt auch schon 1,5 Jahre her, denn ich war damals in so einem kleinen Server-Team. Und ja, also wie soll ich sagen, ich habe ja noch nie so gerne untergeordnet, sag ich jetzt mal, andere Leute, die mir irgendwas sagen und setze eher meine eigene Meinung durch. Und ich war halt so für so ein Server-Team, habe ich halt nicht so Platz gefunden, habe ich gesagt, ey yo, dann hoste ich halt für euch den Team, so ein bisschen TS-Admin, TS-Techniker und schau mal, was da so abgeht. Und ja, und ich habe halt irgendwie durch einen Freund mitbekommen, der da auch mit, sag mal, Admin war, oder Mods, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und er hat halt gesagt, dass du aus dem Team gekickt wirst und ich war halt so recht richtig toxic, so okay, so, nee, Digga, das macht die jetzt nicht mit mir, das lasse ich nicht mit mir machen, lass mich da nicht lumpen. Alles klar, Digga. Dann war es halt so, dass ich dann einfach die ganzen Admins um TS gebannt habe. Alles klar, Digga. Keine Ahnung, ich war, ich kann, es tut mir echt leid, so im Nachhinein tut mir echt leid, weil die waren nicht ganz korrekt, so, also manche zumindest. Einfach vom TS gebannt und hab daraus ein Clan-Team für meinen Gomma-Clan gemacht. Und ja, so. Das war die Story. Das sind jetzt die beiden Stories. Ihr müsst jetzt in dem Moment in die Kommentare schreiben, welche Story fake ist und welche real ist und warum ihr denkt, dass das so ist. In der nächsten Folge wird das dann aufgelöst. Wir spielen das Gameplay hier natürlich noch zu Ende. Ja, gibt sonst noch irgendwas großartig dazu zu sagen? Ich denke nicht. Machen noch eine kleine Playlist, wo halt alle Folgen drin verlinkt sind, damit ihr die Übersicht habt und... Nein. Okay, ich baue das Cobweb ab. Dauert halt ewig, ne? Ja, nur noch Eisen. Gut. Ja, okay. Dann. Ja, kann ich mir die Kiste ziehen. Nein! Den kriegen wir doch. Weißt du genau, dass du eine Kiste bekommst? Ja! Nein! Sehr Mann, schön, ey. Freunde. Also das war die erste Folge von Bad Factor. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Bleibt Olympic. Haut rein. Ciao! Haben Sie immer richtig gelegen? Konnten Sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Manchmal passieren aber auch Dinge, denen die Begriffe wahr und gelogen nicht gerade recht werden. Sie sind für uns Menschen einfach unvorstellbar. Ihr Lumpi.